Ja, der Hetze der Woche, unser beliebtes Videoformat. Unsere Spieler für euch, liebe Zuschauer hier im Stadion. Und heute haben wir Subai Amiri zu Gast. Subai, begrüß doch mal die Menschen mit deiner dir eigenen Art. Meine eigene Art. Assalamu alaikum. Khubasin, kulto khubashin, jonak tanjol. Liebe Grüße nach Afghanistan. Liebe Grüße nach Afghanistan, liebe Grüße aber natürlich auch an euch, die ihr heute hier im Stadion seid. Ja, Subai, wie geht's dir aktuell? Was machen die Knochen? Aktuell geht's mir gut. Ich hatte letzte Woche ein bisschen Beschwerden im Rücken, aber die wurden auch schnell wieder ausgeruht. Ja, das ist doch wunderbar. Ja, die Saison war ja bisher, sag ich mal, ziemlich wechselhaft. Start war relativ bescheiden, dann wurde es besser, dann kamen auch die Punkte. Wie steht es denn so um das Selbstbewusstsein der Mannschaft jetzt vor den letzten Spielen auch in der Saison und auch dein eigenes Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein bei mir, weiß ich, das eh ganz hoch. Und auch von der Mannschaft her. Am Anfang konnte sich keiner erklären, warum wir 8 Spiele hintereinander keinen Punkt geholt haben oder beziehungsweise nur einen Punkt geholt haben. Aber im Nachgang sieht man, dass wir 10 Spiele hintereinander umgeschlagen waren. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir auf jeden Fall nicht aufsteigen werden. Das ist doch schon mal gut, das Optimismus, da spricht das Selbstbewusstsein ja aus dir heraus. aber kommen wir auch nochmal zu deinen Stärken. Was können sich denn deine Teamkollegen von dir abschauen? Meine Teamkollegen von mir abschauen? Ja, die Präsenz auf dem Platz, ne? Meine Effektivität. Ich denke, ich bin sehr effektiv und das sagen auch die Zahlen. Ja, sonst, ja. Und was kannst du mit dir bei deinen Teamkollegen noch abschauen? Ja, nicht so viel, aber nein, Spaß. Selbstbewusstsein. Spaß. Nein, viele Spieler tun was für ihren Körper, was ich sehr gut finde. Ich habe leider die Zeit nicht dafür. Ich bin selbstständig. Dann abends ins Training, dann bist du halt abends auch wirklich fix und fertig. Aber ich beneide manche Spieler, die noch ins Fitnessstudio gehen, was für ihren Körper tun. Und das wäre so eine Sache, wo ich wirklich von den Jungs annehmen würde. Aber auch, es gibt auch taktische Dinge. Ich rede sehr viel mit Dennis Strecker, ist auch ein sehr guter Freund von mir. Mit dem rede ich sehr viel und taktisch. Der kommt auch von der höheren Liga, sagt super, beweg dich dahin, dahin, dahin und das versuche ich aufzunehmen. Mhm. Ja, ansonsten kann mir keiner was erreichen. Selbstbewusstsein. Er hat es ja schon angekündigt. Du hast es angekündigt. Ja, das ist ja auch schön. Du hast es ja eingangs schon erwähnt, du hast ja deine afghanische Fangemeinde quasi gegrüßt mit ein paar afghanischen Worten. Da wollen wir natürlich auch gerne drauf zu sprechen kommen, weil das ja schon ein Aspekt ist bei dir, der dich auch besonders macht, weil du spielst für die afghanische Nationalmannschaft. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Erklär du mir das mal, wie läuft so eine Länderspielreise nach Afghanistan ab? Das ist ja jetzt nicht so, wie wenn ich französischer Nationalspieler wäre, dann würde ich kurz mal nach Frankreich fahren, sondern das ist ja wahrscheinlich schon ein größerer Aufwand, ne? Das ist ein größerer Aufwand, ja. Das Problem ist einfach nur, wir können oder dürfen nicht in unserem Land spielen, durch die ganzen Sicherheitsauflagen etc. Aber in unserem Land bist du einfach ein Superstar. Da bist du halt einfach mal der Messi oder der Cristiano oder der Xavi und Iniesta von deinem Land. Aber leider Gottes kannst du dort nicht spielen und kannst auch diese Atmosphäre nicht mitnehmen. Und das ist halt das Manko, sag ich mal. Ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Wir sehen viele Länder, es kommen auch viele Afghanen dahin, die zumindest in diesen Ländern hingeflüchtet sind, sag ich mal, in die Türkei, nach Iran etc., wo wir jetzt unsere Heimspiele abgeliefert haben. Da besuchen uns ein paar Leute oder wenn wir in Dubai sind, in Katar, zu den Trainingscamps, da kommen auch ein paar Fans und da stößt du auch an Flughäfen etc. Du merkst schon, dass du Nationalspieler bist. Jetzt kommt unsere alles entscheidende Abschlussfrage. Du bist Kabinen-DJ. Welchen Motivationssong würde auf deiner Playlist ganz oben stehen? Also ich habe so einen Rapper, den ich momentan sehr mag, AZ. Yeah. Und von dem alle Lieder. Und die Jungs müssen leider da durch, weil ich das höre und gerne höre und deswegen müssen die das auch hören, aber ein Lied jetzt von ihm. Ja, such dir eins aus. Am besten eins, was natürlich ein bisschen Power hat, dass wir es auch dann natürlich für die Zuschauer spielen können, dass die ein bisschen in Stimmung kommen fürs Spielen. Lelele. Lelele. Ja. Alles klar. Ja, wunderbar. Wie war denn noch gleich der Interpret? AZ. AZ, Lelele. Das hört sich interessant an. Finde ich, sollten wir jetzt spielen. Erstmal sage ich vielen Dank Subai für das tolle Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja. AZ, lelele, ab geht's. Meine Jungs gehen all in. Die
Dicker Sona aus dem Mio rein. Lass die Kasse klingeln, streck, mach aus Kilo 2. Fahr durch Block, meine G-Klasse weiß. Ja, und ihr bekommt keinen Schlaf mehr von Neid. Ich warte, Yalla, schick mir deine Leute vor. Lass sie rennen, ihr wisst doch alle, wo wir wollen. Um herzukommen, ist das Risiko zu...